Moin und herzlich willkommen zur kleinen Knotenstunde mit bootsprüfung.de. Ihr macht die Sportboot-Führerscheinprüfung, dann müsst ihr auch ein paar Knoten beherrschen. Kommen wir heute zum Schotsteg. Der Schotsteg wird verwendet, um zwei ungleiche Enden miteinander zu verbinden. Sprich, ein dickeres Seil mit einem dünneren. Zunächst legt man das dickere Ende zu einer Bucht. Dann führt man das dünnere Ende, in unserem Fall das weiße, von unten durch die Bucht. Im Anschluss rundet das weiße Ende einmal die blaue Bucht, um dann wieder unter sich selbst hindurchgelegt zu werden. So beklemmt das Seil sich. Zum Sichern zieht man den Knoten an allen vier Enden fest. Fertig ist der Schotsteg. Wie jeder Seemannsknoten lässt auch der Schotsteg sich ohne Druck leicht lösen. Und nun noch einmal von vorn. Wir legen eine Bucht, führen das andere Seil durch diese Bucht hindurch, runden einmal die Bucht und gehen wieder mit unserem Seil durch selbiges unten hindurch. Beim Schotsteg, wie wir ihn praktizieren, liegen die losen Enden beide auf der gleichen Seite. Einige Prüfungsausschüsse wollen jedoch den sogenannten unzuverlässigen Schotsteg sehen, bei dem die losen Enden auf unterschiedlichen Seiten liegen. Beide Verbände, Motorjacht wie Segelsportverband, haben uns jedoch bestätigt, dass die Methode, wie wir sie zeigen, die allgemein anerkannte ist. Sprich, die losen Enden befinden sich auf der gleichen Seite. Wenn ihr zu Hause für eure Sportboot-Führerscheinprüfung Knoten üben wollt, kann ich euch wärmstens das Knotenbrett von bootsprüfung.de empfehlen. Es hat alles, was man zum Üben braucht. Eine Klampe, eine Öse und einen Steg, der beispielsweise eine Reling ersetzt. Mit dem Schotsteg oder besser dem doppelten Schotsteg verbindet man zwei ungleiche Enden, sprich ein dünneres mit einem dickeren Seil. Das kommt in der Praxis hin und wieder definitiv vor. Von daher wichtig, dass der Knoten richtig gesteckt wird. Im Idealfall hat man natürlich an Bord Tampen, Festmacher, die für jeden Zweck lang genug sind. Aber trotzdem, es gibt Fälle, wo man beispielsweise vor Anker liegt, du musst eine Landleine ausbringen und die ist nicht lang genug, dann kann man halt den doppelten Schotsteg oder Schotsteg eben verwenden, um aus zwei Leinen eine zu machen. Eine andere Anwendung ist beispielsweise, wenn man mal sein Beiboot, das Dinghy, hinterherziehen möchte, ist auch nicht unbedingt empfehlenswert bei entsprechender Welle, schon gar nicht mit Außenborder dran, weil es schlicht und ergreifend in die Welt einmal umkippen könnte. Aber also wichtig ist, dass das Beiboot weit hinter dem Boot ist. Also im Idealfall einige Meter, 10 Meter oder so. Und dafür muss man eventuell auch mal die Leinen miteinander verbinden. Ist dann unproblematisch, weil aufgrund des Drucks des Dinghys eigentlich auch immer Druck auf dem Knoten ist. Mast- und Schotbruch für eure Sportboot-Führerscheinprüfung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder besser noch, abonniert den Kanal. Das würde uns sehr freuen.